Eine ferngesteuerte Drohne der Firma Dedicam aus Meiringen fliegt in den Bergen Pakistans. Die Drohne begleitet eine Expedition von zwei österreichischen Extremalpinisten. Hier in diesem Keller im bernischen Meiringen wurde die Drohne gebaut. Eigens für die Pakistan-Expedition auf 6500 Meter Höhe entwickelten die zwei Tüftler ein besonders leichtes Fluggerät. Die Schwierigkeit war, dass man überhaupt nicht weiß, wie die Drohne dort oben reagiert, ob sie überhaupt noch fliegt und ruhig fliegt, ob die Kühlung der Motoren funktioniert. Denn man kann es hier nicht wirklich testen. Wir flogen mit einer kleinen Helmkamera. Und da war das große Problem, die Vibrationen wegzubringen. Daran haben wir lange gebastelt. In den pakistanischen Bergen musste der Pilot die Drohne per Spezialbrille fernsteuern, ohne sie direkt sehen zu können. Der Pilot hatte von seinem Standort bis zum Gipfel eine Distanz von 2,5 Kilometer. Über diese Strecke musste er mit Hilfe der Brille steuern. Die heutige Funktechnik macht das möglich. Zurück in der Schweiz. Hier steuern Frey und Tiraboschi in aller Regel zu zweit. Die Aufgaben sind klar verteilt. Dionys ist der Pilot. Er steuert die Drohne, gibt Gas und lenkt. Ich bediene die Kamera, richte sie gegen unten, nach links und rechts. Bei einer ganzen Drehung muss Dionys auf mich reagieren, damit Flugbahn und Kamerafahrt zusammenpassen. Der Trango Tower. Mit seinen praktisch senkrechten Wänden ist er für die beiden Bergsteiger der Expedition eine echte Herausforderung. Mit den Alpinisten erreichte auch die Drohne den 6251 Meter hohen Gipfel. Eine große Leistung für ein kleines Fluggerät.